Du kennst das sicher, wenn du gerade wieder dabei bist, an einem Projekt oder an einer Aufgabe zu sitzen, die deine volle Aufmerksamkeit verlangt, aber dann plötzlich schießen dir ganz, ganz viele Ideen und Eingebungen in den Kopf, sodass du lieber plötzlich an etwas ganz anderem arbeiten möchtest und die eigentliche Tätigkeit zurücklässt. Im Buddhismus spricht man hierbei von einem sogenannten Affengeist, der im Kopf herumspringt und einfach nicht zur Ruhe kommen will. Mit den folgenden Techniken, die ich aus diversen Büchern oder auch wissenschaftlichen Artikeln gefunden habe, werdet ihr endlich mal die nötige Konzentration finden, um eure Projekte auch wirklich zu Ende zu bringen. Timeboxing. Diese Methode kommt ursprünglich aus dem klassischen Zeitmanagement und ich habe sie selbst probiert und war sehr erstaunt, wie produktiv ich am Ende des Tages war. Bedeutet, ihr setzt euch am Vorabend oder direkt nach dem Aufstehen hin und teilt euren Tag in Blöcke. Jede, auch noch so kleine Aufgabe, wird einem bestimmten Zeitslot in eurem Kalender zugewiesen. Wichtig hierbei ist, etwas großzügiger zu sein und bucht immer etwas mehr Zeit für eure Aufgaben ein. Ziel ist es, einfach von eigens gemachten Termin zu hüpfen und nie die Sorge haben zu müssen, in diesem Moment eigentlich etwas ganz anderes zu tun. Hier weiß man ganz genau, in den nächsten 2 Stunden, da mache ich einen Online-Kurs zum Malen mit Wasserfarben. Danach lese ich 1 Stunde in meinem Buch, dann koche ich 2 Stunden und dann gehe ich 1 Stunde spazieren. Kleiner Tipp von mir, nehmt am Anfang nur 2 bis 3 Zeitblöcke und lasst den Rest einmal variabel, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wie lange ihr für die jeweiligen Aufgaben im Schnitt braucht. Wichtigste, ihr müsst eine Routine aufbauen. Bedeutet, dass ihr, wenn ihr eure eigenen Termine zum Beispiel jetzt 2 bis 3 Wochen nicht verpasst, dann könnt ihr anfangen, vielleicht einen Block mehr hinzuzufügen. Wichtig ist, wenn ihr die Blöcke hinzufügt, euch keinen Stress zu machen und dann das Gefühl zu haben, ihr kommt auch gar nicht mehr nach. Und dann wird das Gegenteil nämlich bewirkt, dass ihr euch selbst stresst. Ebenfalls also schauen, dass ihr alle Blöcke in eurer eigenen Zeit super gut umsetzen könnt. Meditation. Warte, ich weiß, in jedem Artikel oder in jedem Buch wird über dieses Thema geschrieben und ich werde dir auch keine Sorge, keine How-To-Anleitung jetzt mitgeben, aber ich möchte nur ganz kurz die Vorteile von Meditation beleuchten. Nämlich laut Studien bestehen positive Effekte der Meditation in der effizienteren Stressbewältigung und der daraus resultierenden Entspannung für Körper und Geist. Eine Untersuchung an Patientinnen mit PTBS, also mit der posttraumatischen Belastungsstörung, zeigte, dass durch gezieltes Üben ein Ausgleich des Nervensystems, die Verbesserung der Gehirnkohärenz und die Wiederherstellung des hormonellen Gleichgewichts nämlich vonstatten ging. Ebenfalls gab es eine Verbesserung bis sogar eine komplette Linderung bei Angststörungen und Panik und ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen, Schmerzlinderung und vor allem für uns sehr wichtig, eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und eine stärkere Konzentrationsfähigkeit. Der komplette Artikel hierzu befindet sich in der Videobeschreibung, die auch alle wissenschaftlichen Quellen und Belege enthält. Ablenkungen vermeiden. Es klingt simpel, aber alles, was euch aus der sogenannten Flow State, Video kommt noch hierzu, beziehungsweise tiefen Konzentration bringen kann, muss eliminiert bzw. auf das Geringste reduziert werden. Schaltet das Handy aus, nein, vibrieren zählt nicht, vermeide ebenfalls, dass der Bildschirm auf irgendeine Weise aufleuchten kann, schließe das Fenster, wenn es vor allem draußen sehr laut ist, und schalte das Radio oder den Fernseher aus und räume alles weg, was dich ablenken lässt, wie zum Beispiel eine Spielkonsole, das Tablet, wo du YouTube oder Serien umschaust, zusammengefasst, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Ebenfalls muss der Arbeitsplatz ganz aufgeräumt sein, wo nur die Arbeitsutensilien vorhanden sind. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz ist ein aufgeräumter Geist. Kein Multitasking. Wissenschaftlich ist es erwiesen, dass der Mensch nicht fürs Multitasking geeignet ist. Konzentriert euch wirklich nur auf eine Aufgabe, ein Projekt, an welchem ihr wirklich ohne Ablenkung in diesem einen Moment arbeitet. Kommen doch Gedanken bzw. Eingebungen bezüglich eines anderen Themas oder dergleichen, dann habe ich auch hier einen guten Tipp für euch, der wirklich sehr gut wirkt. Wenn ihr an einem Thema arbeitet und plötzlich einen Gedanken habt, wie beispielsweise, dass ihr nicht vergessen dürft, jemanden anzurufen oder etwas Dringendes noch zu erledigen habt, dann nehmt einen kleinen Zettel und schreibt diese Aufgabe hier hinauf und legt ihn anschließend außerhalb eures Blickfeldes weg. Aber natürlich dorthin legen, damit ihr ihn auch wiederfindet. Aber so ist alles nämlich aus dem Geist hinaus und ihr wisst dann später, was ihr zu erledigen habt, aber könnt in diesem Moment nämlich euren Geist leeren und euch auf eure Aufgabe konzentrieren. 90 Minuten plus Pause. Ein Mensch kann laut Studien 4 bis 6 Stunden am Tag richtig tief konzentriert sein. Meiner Erfahrung nach kann ich nämlich dies bestätigen, aber man kann die Aufmerksamkeit am besten aufrechthalten, wenn man nach ca. 90 Minuten immer wieder kleine Pausen macht, wo man sich einen Kaffee holt,
kurz spazieren geht, meditiert oder einfach sich nur mal richtig streckt. Wichtig ist aber, dass hier auch die Pause nicht mit dem Handy verbracht wird, beziehungsweise keine digitalen Ablenkungen herrschen, sodass man nicht aus dieser konzentrierten Phase sich herausholt. Am besten sollte die Pause auch nicht länger als 5 bis 10 Minuten sein und man kann natürlich nach dem zweiten oder dritten Block zum Beispiel eine längere Pause machen, um zum Beispiel dann Mittagessen zu gehen oder einfach mal sich länger auszuruhen. Genügend trinken. Unser Gehirn besteht zu 80% aus Wasser. Deine Konzentration kann somit durch Dehydrierung um ein Drittel sinken. Selbst nach 2 Stunden Regenerierung liegen Menschen, die zu wenig trinken, hinsichtlich der Konzentration 19% hinter Personen, die genügend getrunken haben. Denn bei Wassermangel können unsere Gehirnzellen nicht ausreichend mit Energie versorgt werden, sodass die Konzentration allmählich gegen Null sinkt. Trinke daher je nach Körpergröße sowie Gewicht täglich etwa 2 Liter reines Wasser, um ein Leistungstief auch zu vermeiden. Verspürst du Durst, dann ist dies bereits schon ein erstes Anzeichen von Dehydrierung. Deswegen versuche aus diesem Grund stets einem Durstgefühl entgegenzuwirken und trinke. Habe Spaß. Ja, ich weiß, es klingt irgendwie sehr offensichtlich, was ich dir jetzt sage, aber du wirst sehr konzentriert sein, wenn du wirklich Spaß an deiner Arbeit hast und auch emotional an deiner Aufgabe gebunden bist. Wenn du das Gefühl hast, eins mit deiner Aufgabe zu werden und gefühlt Zeit und Raum um dich vergisst, dann kann es sein, dass du dich in einem sogenannten Flow-State befindest. Hierzu wird ebenfalls wie vorhin erwähnt ein Video kommen. Hier sind nämlich 2 Videos, die euch weiterhelfen werden und euch darauf vorbereiten, eure Projekte auch wirklich zu Ende zu bringen. Wenn ihr mich unterstützen wollt und somit mir zeigt, dass euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr über ein Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Cheers, euer Max Krosek.